Ist das noch Zufall? Synchronizität nach C.G. Jung. Unmöglich sind sie, aber keinesfalls, denn es ergibt keinen Sinn zu sagen unmöglich, um etwas zu beschreiben, was offensichtlich passiert ist. Nur ist die Frage, ob es nach der alltäglichen Definition von Zufall wirklich Zufall ist. Das ist jetzt die große Frage, meine lieben Freunde. Doch wichtig festzustellen ist, dass es bei Synchronizität um einen psychischen Zustand geht, der mit einem äußeren Ereignis in der materiellen Welt zusammenfällt. Crazy. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues, interessantes Video rein, welches heißt, ist das noch Zufall? Synchronizität nach C.G. Jung. So. Das ist ein sehr interessantes Thema. Zufälle. Ihr könnt ja jetzt schon mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr jetzt ein Kandidat seid, der an Zufall glaubt oder der daran glaubt, dass alles irgendwo schon auch irgendwie einen Sinn hat. Nichts wirklich aus Zufall passiert. So, das würde mich jetzt schon mal interessieren. Chat könnt ihr mir auch gerne mal jetzt in den Chat reinknallen. Ich würde dann am Ende des Tages, am Ende vom Video nochmal meinen Senf zu abgeben, aber erstmal seid ihr dran. Jetzt gehen wir rein in den Peter, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und ich würde sagen, es geht los. Und los! Du kennst es sicherlich, wenn Ereignisse zusammenfallen, die scheinbar miteinander verbunden sind, aber nicht über eine Kausalbeziehung miteinander verknüpft sind. Wenn also kein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung besteht. Wenn du zum Beispiel an einen alten Freund denkst und dieser sich, obwohl ihr lange keinen Kontakt hattet, genau an diesem Tag bei dir meldet. Genau um solche komischen Zufälle soll es in diesem Video gehen. Alles ist miteinander verbunden, das kann ich schon mal sagen, von meiner Seite aus. Es kommt vor, dass eine Reihe von Ereignissen scheinbar irgendwie miteinander verbunden sind, obwohl sie es rein kausal nicht sind. Manchmal sind es so viele Zufälle, die zusammenstoßen, dass man sich schwer tut, noch von Zufällen zu sprechen. Je mehr Glieder solche Gruppierungen aufweisen, desto rational unwahrscheinlicher werden sie. Man kann nicht anders, als beeindruckt zu sein. Es treffen Zufallswahrscheinlichkeiten aufeinander. Die Verkettung der Ereignisse ist natürlich durchaus im Bereich des Möglichen. Bei der Häufigkeit dieser Zufälle beschleicht manch einen aber das Gefühl, dass mehr dahinter steckt. Unmöglich sind sie aber keinesfalls, denn es ergibt keinen Sinn zu sagen unmöglich, um etwas zu beschreiben, was offensichtlich passiert ist. Nur ist die Frage, ob es nach der alltäglichen Definition von Zufall wirklich Zufall ist. Das ist jetzt die große Frage, meine lieben Freunde. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, ob es wirklich gar keine Zufälle gibt. So. Also für mich zum Beispiel wäre ein Zufall, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen Würfel zum Beispiel. Oder? Ich weiß gar nicht, Digga. Wenn ich jetzt würfel, wie er die Würfel eben eingeblendet hat, so, ne? Und ich würfel jetzt und da kommt eine 6 und eine 3. Ist es dann Zufall oder sollte das so sein? Und aus welchem Grund dann? Da tue ich mich ein bisschen schwer. Aber mit Ereignissen und so, da bin ich schon oft der Meinung und merke das auch oft, dass viele Sachen aus einem Grund passieren. Und manchmal checken wir den Grund gar nicht direkt, sondern vielleicht erst viel später, in ein paar Jahre später oder Monate später oder Wochen später erst, weißt du? Oder ob Zufall vielleicht auch einfach viel mehr ist, als bloß Zufall. Ich möchte euch in diesem Video von der Idee der Synchronizität erzählen, welche von Carl Gustav Jung geprägt ist. Im Rahmen des Formates Big Personalities habe ich bereits ein Video zu seiner Person gemacht. Zunächst einmal ist der allgemeine Ausdruck für solch eine Verkettung von Ereignissen Koinzidenz. Carl Gustav Jung unterscheidet zufällige Koinzidenzen aber ganz deutlich von Synchronizitäten. Die Unterscheidung ist nicht ganz so einfach, doch wichtig festzustellen ist, dass es bei Synchronizität um einen psychischen Zustand geht, der mit einem äußeren Ereignis in der materiellen Welt zusammenfällt. Crazy. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Du kaufst ein Bahnticket und zufällig schaust du auf die letzten Ziffern der Nummer. Am selben Tag erhältst du einen Telefonanruf von einer Nummer, die dieselben Ziffern enthält. Ja. Und zu guter Letzt taucht sie zum Beispiel bei der Sitzplatznummer auf deinem Kinoticket auf. Ist das noch Zufall? Nee, das ist eine Synchronizität.
Das sonst kann es auch, ja Mann, also es macht auch Sinn irgendwie, das was er gesagt hat, dass das auch mit deiner Psyche zu tun hat und in was für einem Flow-Status du dich befindest. Ich habe das Gefühl, wenn ich mehr im Flow bin und mehr connected bin mit dem Universum und was so passiert, dann sehe ich solche Sachen mehr. Also dann ist das Bewusstsein für diese Sachen einfach größer auch teilweise, weißt du, wie ich meine? Dann sehe ich auf einmal mehr Doppelzahlen, dann sehe ich auf einmal hier eine Zahl, die da zusammenpasst und so. Das liegt auch ein bisschen an dir selber, ne? In was für einem Flow du gerade bist, in was für einem, also wie du gerade am Start bist, so wie du gerade connected bist. Nein. Darüber möchte ich in einem anderen Video nochmal genauer sprechen. Aber dieses Beispiel zeugt aus der Sicht von Jung von zufälliger Koinzidenz. Karl Gustav, mein Jutster. Wie er genau über Zufall dachte, soll hier jetzt nicht thematisiert werden. Wer aber mein Video zu seiner Person gesehen hat, der weiß, dass er viel Wert darauf legte, wissenschaftlich zu arbeiten. Daher haben diese Ereignisse aus dieser Perspektive keine Bedeutung. Er war nicht imstande, verlässliche Schlüsse daraus abzuleiten. Welche Ereignisse allerdings eine Bedeutung haben, sind psychische Zustände, die sich in der Außenwelt manifestieren. Ja. The world is a reflection of yourself, bro. Da sind wir. Und zwar dabei speziell diejenigen Fälle, in denen das äußere Ereignis erst nachträglich verifiziert werden kann. Ein sehr spannendes Beispiel ist das Erlebnis, welches Jung überhaupt erst dazu führte, sich mit diesen Überlegungen zu beschäftigen. Er hatte eine sehr schwierige Patientin. Sie erwies sich als psychologisch unzugänglich, vor allem aufgrund ihres messerscharfen Rationalismus. Jungs letzte Hoffnung war es, dass ihr etwas Irrationales und Unerwartetes zustößt, das diese Einstellung relativieren könnte. In einer Sitzung erzählte sie dann, dass sie davon geträumt hat, wie ihr jemand einen goldenen Skarabäus schenkte. Während sie von dem Traum erzählte, hörte er, wie etwas leise an das Fenster klopfte. Ein großes, fliegendes Insekt, das scheinbar ohne ersichtlichen Grund in den Raum gelangen wollte. Er öffnete krass das Fenster und fing das Insekt. Es war ein gemeiner Rosenkäfer aus der Familie der Skarabäide. Seine grüngoldene Farbe nähert sich sehr stark einem Skarabäus an. Er überreichte seiner Patientin den Käfer mit den Worten: Hier ist ihr Skarabäus. Dieses Ereignis brach ihren intellektuellen Widerstand und die crazy, geil, Digga, feier ich. Ich habe so Momente auch schon gehabt. Ich war nämlich auch immer sehr rational, bis ich dann irgendwelche Erlebnisse gemacht habe, die so nicht mehr erklärbar sind. Und dann fängst du an, das aufzubrechen so ein bisschen. Heftig. Behandlung. Interesting as fuck. Und mit Erfolg weitergeführt werden. In einem weiteren sehr eindrucksvollen Beispiel erzählt Jung von einem Studienfreund. Sein Vater versprach ihm eine Reise nach Spanien, wenn er sein Schlussexamen gut bestünde. Daraufhin träumte sein Freund, dass er in einer spanischen Stadt sei. Er träumte sie sehr detailreich. Die Straße führte auf eine Plaza, wo eine gotische Kathedrale stand. Er ging dort angelangt nach rechts um die Ecke in eine andere Straße. Dort begegnete ihm eine elegante Kutsche, die mit zwei Pferden bespannt war. Er erzählte seinen Freunden von diesem Traum. Nach bestandenem Examen begab er sich dann nach Spanien und erkannte dort in einer Straße die Stadt aus seinem Traum. Er fand die Plaza und die Kirche, die genau dem Traumbild entsprachen. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Krypto, ich küsse dein Herz. Danke für deine Unterstützung. 333 Subs, Digi. Geile Zahl. Connected in, man, Alter. Jetzt sind wir da. 333, Bro. Muchas gracias, Digi. Eigentlich wollte er direkt zur Kirche gehen, doch er erinnerte sich, dass er im Traum an der Ecke nach rechts in eine andere Straße eingebogen war. Natürlich war er neugierig und als er um die Ecke gelangt war, sah er die Kutsche mit den zwei Pferden. Die Koinzidenz ist vorausgewusst, weshalb von Zufall kaum gesprochen werden kann. Es ist einfach so, meine persönliche Ansicht, dass es halt noch eine höhere Ebene gibt so. Und auf der finden auch Dinge statt. Zum Beispiel, du bist jetzt mit jemandem seelisch connected. Einem guten Freund, deiner Mom, wem auch immer so. Und dann denkst du an die Person, die ruft dich an. Oder die träumt irgendwas über dich und das passiert dann wirklich. Das ist einfach, weil wir miteinander verbunden sind auf einer höheren Ebene. So, es passieren Dinge außerhalb von dem, was du sehen und anfassen kannst. Und deswegen wirkt das immer unerklärlich. Aber wenn wir das alles sehen und anfassen könnten und das checken, richtig checken würden, dann macht es halt auch total Sinn. Dann ist das gar nicht mehr so, ja, das ist jetzt ja voll crazy. Und dann, ja, normal. Normal habe ich geträumt, was du sonst so machst. Oder so, weißt du, wie ich meine? Dies sind Ereignisse, die Jung als Synchronizitäten beschrieb. Es bezeichnet also das Phänomen, wenn ein inneres Ereignis zusammenfällt mit einem äußeren Ereignis, das scheinbar eine Spiegelung bzw. Entsprechung des inneren Zustandes darstellt. Übrigens fällt auch der Pauli-Effekt in die Kategorie der Synchronizität. Der Pauli-Effekt? Von vielen ist dieser Effekt eher scherzhaft genutzt. Pauli selbst und auch Jung nahmen es aber durchaus ernst.
Dabei geht es darum, dass ungewöhnlich oft experimentelle Apparaturen versagten oder sogar kaputt gingen, wenn Pauli vor Ort war. Wolfgang Pauli war theoretischer Physiker. Krass, Apparaturen sind kaputt gegangen, wenn der vor Ort war? Der Geist hat einen Einfluss auf Materie, so. So, können wir das mal alle, sind wir da alle einer Meinung? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass der Geist einen Einfluss auf Materie haben kann. Pauli-Effekt gibt es viele Anekdoten von seinen Kollegen. So ging zum Beispiel im Labor von James Frank in Göttingen ein wertvoller und empfindlicher Apparateteil kaputt, während Pauli nicht anwesend war. Später aber stellte sich raus, dass Pauli zu genau dieser Zeit in einem Zug nach Kopenhagen saß und einen kurzen Aufenthalt in Göttingen hatte. Ein weiterer Kollege wollte bei einem Besuch einen Pauli-Effekt inszenieren, indem er eine Hängelampe so vorbereitet hatte, dass sie herunterfällt, wenn Pauli die Tür öffnet. Während bei der Probe alles klappte, fiel die Lampe nicht herunter, als Pauli tatsächlich eintrat. Wow. Sicherlich habt ihr selber auch schon Koinzidenzerlebnisse gehabt. Ich würde mich sehr freuen, ein paar Geschichten von euch in den Kommentaren zu lesen. Und lasst uns doch auch gerne über das Thema Synchronizität diskutieren. Was haltet ihr von Jungs Überlegungen? Ein weiteres sehr spannendes Beispiel für Synchronizität, von der ein Psi-Forscher berichtet, ist übrigens in der Beschreibung bei dem weiterführenden... Geil, Digga, ich küsse dein Herz. War ein starkes Ding. Also ich finde das sehr, sehr interessant, diese Themen. Zufälle, Synchronizität, warum passieren gewisse Dinge. Und ich finde auch, dass wir uns damit auseinandersetzen sollten. So, ich finde das amazing. Also ich finde das sehr gut und ich finde das auch wichtig. Deswegen haben wir jetzt mal darauf reagiert. Und ja, umso bewusster du wirst, umso mehr wirst du merken, dass es auf jeden Fall sehr viele Dinge gibt, die nicht aus Zufall passieren. Achtet mal darauf, connectet euch mal und dann werdet ihr das merken. Ich liebe euch, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out. Gang!